In unserer schönen Alpenrepublik werden wir ja bald einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Präsident wird laut den aktuellen Prognosen auf jeden Fall männlich ausfallen. Wir haben zwar einen Menschen mit längeren Haaren dabei, aber der nennt sich Marco bzw. Dominik und bin dementsprechend davon überzeugt, dass er sich auch als Mann so sieht. Wir haben 7 Kandidaten insgesamt und bei einem ZIP-Interview ist das Thema gewesen, warum jetzt eigentlich keine Frau antritt. Und schauen wir mal noch rein, oder? Und würde mich interessieren. Frau Rohrer, es treten ja nur Männer an. Irmgard Oh. Chris, die beim letzten Mal angetreten ist, nennt das heute ein Armutszeugnis. Warum will denn in Österreich keine Frau Präsidentin werden? Herr Dürr, ich glaube, die Frage muss man anders stellen. Warum gibt es keine Männer, die eine Frau überredet haben, zu kandidieren? Warum braucht es dafür Männer? Ja, offensichtlich in unserem Klima braucht es noch Männer, die Frauen ermutigen. Und Frauen allein sind noch nicht in der Lage, einen Wahlkampf zu führen. Natürlich, man könnte sagen, die Frauen hätten sich parteiübergreifend zusammentun können. Die viel bejubelte Solidarität ist alles nicht passiert. Ich glaube auch, wir sind in einer Zeit, wo andere Dinge wichtiger sind. Ich sehe die Verantwortung wirklich bei SPÖ und ÖVP, dass die sich einfach gedrückt haben und einfach gesagt haben, das ist uns das nicht wert. Und das ist demokratiepolitisch eigentlich ein Wahnsinn. Gut, am Schluss scheißt sich nochmal die SPÖ an, gell? Die ÖVP. Ja gut, aber was sagst du dazu, dass keine Frau antritt? Ja, macht das so einen großen Unterschied? Ist das wichtig für ein Land, dass das eine Frau ist und nicht ein Mann? Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht beantworten. Naja, man muss sich die Frage stellen, auf der einen Seite wäre es gut, wenn es eine Frau wäre. Vielfalt ist gut, Wäre finde es ich schon. besser, wenn es eine Frau wäre? Was heißt das, wenn das nicht einmal eine Frau antritt? Ja. Aber ich glaube, das ist Interessante Frage, warum keine Frau antritt. Ja. ich glaube, das ist einfach grundsätzlich für Frauen in Österreich politisch einfach schwierig ist. Ja, ich Weil es kann. gibt keine weibliche Vorreiterin politisch, die man Ja. in Österreich Ja. vorzeigen kann. Die, Und es die. gibt viele Frauen, die Parteien mit ihrer Spitzenkandidatur eher Prozente verloren haben. Ich denke an die Frau Lunacek, ich denke an die Frau, die dann zu Novomatic gegangen ist. Die Grüne, ja, wird sie kassen. Glawischnik, die Frau Glawischnik hat sich dann auch aus der Politik verabschiedet, dann ist der Kogler nachgezogen und die Grünen waren wieder dabei. Ja. Ja, gut, ich glaube, das war ein Glück, dass der Kogler da gehabt hat, gell? Ja, stimmt, aber Dass da das. war die Greta ja mehr oder weniger beim Wahlkampf dabei. Richtig, ja. How dare you? Ich hätte gern Vielfalt gesehen, was ich hätte auch gern divers gesehen, ja? Wie immer das auch möglich ist, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, ja, aber ich hätte gern Vielfalt gesehen bei den Kandidaten. Glaube aber auch, dass die Frauen nicht so eine große Lobby haben, also innerparteilich auch, was weißt du, die Männer unter sich, dass das nicht so einfach ist. Und ja, was der, ob jetzt eine Frau wirklich besser ist, ob sie das wirklich besser macht, vielleicht soll das auch nicht nur einer machen, das haben wir auch schon geredet, vielleicht braucht man da auch ein Pärchen, was der, Mann, Frau, divers, vielleicht drei, ja, wer weiß. Ich fäll den Baum, trag Stöckelschuh, Strapse und BH. Ich wär so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. Frauen hin oder her, es geht eh jeder davon aus, dass der Vater Bellen das wird, obwohl ich glaube, so einfach wird es eben nicht gemacht werden. Ja. Ob jetzt eine Frau in Van der Bellen gestürzt hätte oder eine große Konkurrenz wäre, ich weiß es nicht. Schön finde ich aber auch trotzdem, lass mir das nur schnell sagen, dass die liebe Frau da in der ZIP sagt, die Frauen hätten sich zusammenschließen müssen in Ja. Österreich. Da denke ich mal, was passiert, wenn wir uns Männer uns zusammenschließen, ja, und gegen die Regierung sind und wir uns Männer zusammenschließen und gegen die Maskenpflicht oder gegen die Teuerung. Also das ist ja so, als wäre jeder Mensch gleich, gell? Die Frauen hätten sie müssen zusammenschließen. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein, nein, nein. Nun wohl dann. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.